Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute kaufe ich den O4W Bestindikator von Thorsten Eberhardt. Thorsten war ja vor einiger Zeit zu Gast in meinem Format OptionsTV Live und dort hat er unter anderem dieses hilfreiche Tool für den Optionshandel vorgestellt. Inzwischen steht Weihnachten vor der Tür und ich habe mir gedacht, dass ich mich selbst mit dem O4W Bestindikator beschenken könnte. Ich möchte mein Trading nächstes Jahr ein wenig umstellen und ich glaube, dass mir der Indikator dabei sehr nützlich sein könnte. Thorsten ist Betreiber der Seite Options for Winners und eben Entwickler des O4W Best Indikators. Dankenswerterweise stellt Thorsten den Indikator für die Freaky Finance Community ja mit 10% Rabatt zur Verfügung. Das möchte ich heute ausnutzen und außerdem konnte ich Thorsten dafür gewinnen, mir beim Einrichten des Indikators zu helfen, um mir ein paar Tipps für den Start zu geben. Das alles zeige ich dir in diesem Video. Nach dem Intro geht's los. So, hier sehen wir also auch den Thorsten nochmal in dem von mir angesprochenen Video, wo er zu Gast war bei OptionsTV Live. Wer sich die Folge nochmal anschauen will, verlinke ich dir hier oben gerne und dann kannst du dir das Vergnügen nochmal geben. Jedenfalls ist hier in der Videobeschreibung, genauso wie übrigens in dem Video, was du jetzt gerade hier schaust, in der Videobeschreibung, der Link zum O4W Best Indikator von Thorsten. Den klicke ich gleich an und ich merke mir jetzt aber schon mal den Gutscheincode, mit dem wir ja 10% Rabatt bekommen. Also O4W ist der Gutscheincode und ich springe jetzt hier rein über den Link in der Videobeschreibung, komme auf Thorstens Seite. Hier gibt es dann noch einige Vorteile, die beschrieben werden und jedenfalls einige Hinweise, was du mit dem O4W Best Indikator erwarten kannst. Hier ist auch nochmal der Thorsten eingeblendet. Und ja, ich will im Prinzip ja jetzt hier den O4W Best Indikator bestellen, klicke wiederum diesen Link und gelange in den Digistore. Hier ist dann auch nochmal natürlich beschrieben, was es gibt. Der Normalpreis beträgt 399 Euro. Hier ist der Button Gutscheincode. Also hast du einen Gutscheincode? Ja, den haben wir. Deswegen öffnen wir das Feld. Hier wird oft übersehen, dieses Feld. Und wir schreiben hier rein O4W. Das ist ja unser Gutscheincode. Und hier oben poppt es schon auf. Erfolg, Gutscheincode gültig. Wir haben 10% jetzt Rabatt gewährt bekommen. Und somit ist der Endpreis jetzt hier bei 359,10 €. Und hier steht jetzt noch die Mehrwertsteuer von Spanien. Das ist egal, der Endpreis bleibt immer gleich. Es ändert sich nur die Zwischensumme. Je nach Mehrwertsteuer ändern sich hier die Einzelbeträge, aber die Summe bleibt immer gleich. Außerdem, wenn ich jetzt unten gleich meine deutsche Adresse eingebe, springt das hier auf den Mehrwertsteuersatz von Deutschland. Das nur als Hinweis. Ansonsten hier bitte gib bei der Bestellung unbedingt deine TradingView-Username mit an. Das mache ich natürlich, damit der Thorsten dann einen dort freischalten kann und zuordnen kann. Also hier erstmal bestätigen, dann mein TradingView Username ist Freaky Finance und dann, wie gesagt, gebe ich hier meine Adresse und Bestelldaten ein. Nachdem ich jetzt hier also Deutschland eingegeben habe, springt das Ganze hier oben auf 19% Mehrwertsteuer und dann gehe ich auf Bezahlen. So, Thorsten sagt Danke. Hier steht dann, so geht es weiter. Du bekommst eine Bestätigungsmail von Digistore24 mit deinen Kaufdetails und Weiterleitung zu deiner Rechnung, gegebenenfalls Downloadseite und so weiter. Ich bin dann jetzt demnächst mit Thorsten verabredet, dass er mit mir dann jetzt die ersten Einstellungen in TradingView vornimmt, um diesen O4W Best Indikator nutzen zu können. Und ich hoffe, er hat auch noch den ein oder anderen Tipp zum Anfang für mich dabei. Bis gleich. Ja, da sind wir zurück. Thorsten hat sich bereit erklärt, mir direkt zu helfen, nach dem Erwerb des O4W Best Indicators zu integrieren in die TradingView. Hallo Thorsten, schönen Dank, dass du dich bereit erklärt hast. Wollen wir direkt mal reinstarten? Was muss ich jetzt eigentlich machen? Ja, hallo Vincent. Danke, dass du den Indikator bestellt hast. Das freut mich natürlich immer sehr. Wir starten am besten direkt in der TradingView. Also wechseln wir am besten in deine TradingView direkt. Also ich sehe schon, du bist angemeldet. Das sehe ich an dem F dort ganz genau. Jetzt gehst du bitte auf Chart. Genau. Und jetzt öffnet sich
Ja, wahrscheinlich ein Chart, welches du dir vorher schon angeschaut hast. Ich sehe, das ist PowerX. Davon Ja. habe ich irgendwo auch schon mal gehört. Jetzt ist natürlich die Frage, Vincent, sollen wir ein neues Chart-Layout laden? Ja, was empfiehlst du denn? Also mit was würde dann dein Indikator am besten funktionieren? Was empfiehlst du für Einstellungen? Deswegen habe ich dich ja direkt dazu gebeten, dass das alles so eingestellt Genau. wird, wie du das am besten nutzen würdest oder was deine Empfinden ist oder wie du es persönlich vielleicht auch machst, dass ich das übernehme sozusagen. Genau. Also nach dem Kauf bekommst du von mir ja den Indikator zur Verfügung gestellt. Den Indikator, den kannst du bei dir abrufen, indem du jetzt bitte oben auf Indikatoren klickst. Ja. Genau. Und dann hast du unten auf Einladungsskripte die Indikatoren, die ich dir zur Verfügung gestellt habe. Jetzt warten wir mal eine Sekunde. Wir haben ja hier den O4W Best Indikator. Der O4W Best Indikator, der bezieht sich ja auf diverse Subindikatoren. Das ist jetzt hier auch angezeigt. Ich habe dir den Stochastik, den RSI und den DMI, also plus DI minus DI, auch zur Verfügung gestellt. Das sind aber die Subindikatoren. Das eigentliche Highlight ist der O4W Best Indikator. Und wenn du jetzt beispielsweise einen kostenlosen Zugang hast, hast du ja nur bis zu drei Indikatoren in der Trading View als Anzeigen möglich. Also du hast ja nicht mehr als drei Indikatoren. Und das sollte ja auch schlussendlich der Mehrwert des O4W Best Indikators sein, weil dieser ganz, ganz viele Subindikatoren sozusagen vereint. Und jetzt klickst du einfach mal dort drauf, auf den O4W Best Indikator. Jetzt sind wir genau bei dem Punkt. Du hast ja die anderen schon voreingestellt. Wenn ich mal kurz die Fernbedienung übernehmen darf. Der Vincent war ja schon so fleißig, der hat ja schon hier drei Indikatoren eingestellt. Das heißt, bei der kostenlosen Version wäre er jetzt sozusagen mit seinem Kontingent schon ausgeschöpft. Und wir gehen jetzt einfach der Veranschaulichung wegen einfach mal auf ein neues Chartlayout. Das geht bei der Gratis-Version scheinbar auch nicht. Da hat man auch nur eine. Also man muss schon ziemlich dosiert mit seinen Möglichkeiten hier umgehen. Ich nehme jetzt einfach mal den Power X raus. Ich nehme jetzt hier auch den RSI raus und den MACD, den können wir jetzt einfach mal stehen lassen. Der erste Schritt, den wir jetzt machen, ist, wir gehen auf Indikatoren. Vielleicht möchtest du ihn auch als Favorit. Das heißt, du hast ihn dann immer unter Favoriten jetzt rufbar. Wir klicken hier drauf und dann wird dir schon der Indikator jetzt angezeigt. Ja, hier haben wir jetzt auf den SPY den O4W Best Indikator. Was ich immer als erstes mache, ich gehe mit der rechten Maustaste drauf, ich gehe auf Einstellungen und möchte das natürlich so haben, dass ich diesen blauen Hintergrund und diese blaue Linie nicht mehr sehe. Und deshalb klicke ich hier jetzt drauf. Ich bin wieder mal mit dem Finger zu schnell. So, und mache das jetzt hier so, dass wir es nicht mehr sehen werden. Dann klicke ich auf OK und dann haben wir jetzt die Einstellung. Also hier hast du jetzt den O4W Best Indikator in seiner vollen Gänze. Und jetzt ist natürlich die Frage, was für Möglichkeiten habe ich mit meiner Einstellung? Ja, ich ziehe das jetzt mal, ich mache das jetzt mal hier ein bisschen weg. Was wir jetzt hier machen können, Vincent, ist natürlich, was an Einstellungen hier oben geboten wird. Das heißt, ich klicke hier oben auf O4B Best Indikator. Und jetzt können wir unsere Anzeigemöglichkeiten hier einstellen. Ich will damit sagen, wenn du dieses Display nicht immer anzeigen lassen möchtest, kannst du hier das Display auch wegklicken. Das Gleiche geht natürlich hier auch mit den EMA 2050. Das ist die 20 Tage exponentiell der gleitende Durchschnitt und 50er Tage auch. Kannst du ein- oder ausschalten, je nachdem, wie du möchtest. Und was jetzt wirklich wichtig ist, ist natürlich die Signale. Das ist ja das, was die meisten hier wollen. Man will ja natürlich immer gerne wissen, wann ist für mich ein ordentlicher Einstieg. Und das mache ich beispielsweise immer mit dem Long Open. Ich mache ja meine Stillhaltergeschäfte sozusagen ausschließlich hiermit mit diesem grünen Long Open. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal einen längeren Zeitraum hier anschauen, wichtig ist auch immer, ich gehe mal auf Tagesansicht. Und warum? Weil, wenn wir jetzt bei 200 Tage, jetzt den 200 Tage Durchschnitt haben wollen, dann nimmt er ja 200 Kerzen.
Wenn wir jetzt hier eine Stundenansicht hätten, dann wäre sozusagen 200 Tage 200 Stunden. Von daher ist es natürlich immer wichtig, dass man auch hier sich vergewissert, dass man auch die Teil, das T für Tag hier eingestellt hat. Und dann kann man richtig schön gucken, wie hier die Open-Signale kommen. Und hier zu diesem Zeitpunkt wäre für mich jetzt ein Eintritt beispielsweise für meine Brot-Butter-Strategie, wo ich ja für Werte bis 100 Dollar nackte Put-Optionen schreibe und für über 100 Dollar meine Bull-Put-Spreads eröffne. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Und was war das andere? Da kam ja auch noch irgendwie Close oder so. Das war ja auch noch ganz genau. Also wichtig ist jetzt zu wissen, dass ich für die Eröffnung der Trades immer die technische Indikation benutze. Das heißt, dieses Long Open, das grüne Open, was ja für mich suggeriert, dass der Aufwärtstrend jetzt startet. Das heißt, von wegen, ich möchte hier auf den Zug aufspringen. Deshalb gehe ich hier mit meinen bullischen Strategien in den Markt. Aber es gibt ja hier auch noch die Möglichkeit, neben Short Open, ja, wenn wir das uns mal kurz angucken, das sind ja jetzt hier die Signale, wo ich sage, ich möchte mich auf dem Markt abhatchen und da eröffne ich ja auch immer auf den SPY dann ein Long Put. Dafür nehme ich dieses Short Open beispielsweise. Wenn wir jetzt aber noch mal gucken, wir haben ja jetzt auch noch die anderen Close-Werte. Wir haben für mich eigentlich für die Schließung der Trades keine Bedeutung, weil ich schließe meine Stillhaltergeschäfte mehrheitlich mit 50-75% im Gewinn oder 200-300% im Verlust. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass bevor ich hier wirklich als ein grünes Long Open wahrnehme, wo ich sage, ich eröffne jetzt einen bullischen Trade, dass vorab der rote Kreis geschlossen ist, der bärische, dass ich vor dem grünen Open ein rotes Close habe. Das ist sozusagen mehr oder weniger der Grund, wofür ich dieses Close benutze. Das grüne Long Close hat für mich eigentlich keine Bedeutung, zumindest nicht im Optionshandel. Kannst du noch mal auf die letzten Tage da so ein bisschen größer eingehen und mal gucken, was es da für Signale gab? Okay, du sagst, das grüne Close hat keine Bedeutung. Jetzt wären also die letzten grünen Opens wären nicht relevant gewesen oder das letzte grüne Open zumindest wäre nicht relevant gewesen, weil es direkt vorher kein Close gab oder doch relevant, weil es davor schon mal ein Close gab, aber dazwischen auch noch ein Open. Also wie liest man das jetzt? So, Folgendes. Dieses grüne Open ist aktiv, weil hier der rote Kreis geschlossen ist. Das heißt, hier wäre ich mit einem, oder ich bin es sogar, mit einem Bull-Put-Spread auf den SPY in den Markt gegangen. Das Close blende ich ja aus, hat für mich keine Bedeutung. Und das weitere grüne Open signalisiert eigentlich wieder von wegen, es geht wieder los. Und hier könnte ich sozusagen wieder einen Bull-Put-Spread eröffnen. Ja, dann hättest du jetzt in der Phase jetzt sogar den zweiten offen sozusagen. Den anderen hast du ja noch nicht geschlossen, oder? Ja, genau. Aber ganz wichtig ist ja, wir haben ja hier grüne, weiße, rote Kerzen. Und die grünen Kerzen, die sind ja sozusagen eine Signalgebung für einen Aufwärtstrend. Und wenn dieser aktiv ist, kann man natürlich auch, wenn jetzt hier eine Eröffnung kommt und du schließt hier, weil du schon deine Gewinngrenze erreicht hast, dann wäre die Frage, was mache ich jetzt? Und hier könntest du, wenn die Kerze weiterhin grün ist, natürlich wieder einen neuen Trade eröffnen. Ja, verstehe. Das mit dem Kreis schließen war immer, also es muss ein rotes Open und Close sein und dann erst zählt das grüne Open als... Genau. Als ich habe bei diversen Titeln, darunter fiel auch häufig in letzter Zeit die chinesischen Werte, bemerkt, dass der Short-Kreis noch gar nicht geschlossen wurde und es kam ein grünes Open. Und kurz danach ging das grüne Open in wieder eine rote Kerze über. Und da habe ich dann halt bemerkt, das lag mitunter wirklich daran, dass der eigentliche bärische Kreis gar nicht geschlossen war. Ja, cool. Sehr gut. Jetzt die nächste Frage. Alles klar, den Spider oder die großen ETFs hat man dann im Blick, sind 3-4 Klicks, dann kann man schauen. Wenn ich jetzt ein größeres Portfolio oder an Kandidaten überwachen will, gibt es irgendwelche Alarme, Benachrichtigungen etc., die man sich einstellen kann, dass man dann
eben auch, ja, ich sag mal, geweckt wird oder alarmiert wird, wenn jetzt eben auch irgendeine andere Aktie, die ich da irgendwo auf dem Schirm habe, ein solches Signal liefert. Definitiv. Wir haben ja hier die Alarmfunktion, die kannst du über verschiedene Wege erreichen. Hier Alarm Plus beispielsweise. Und dann bist du jetzt hier in dem Titel und dann gehst du einfach hier auf den O4W Best Indikator. Wenn du jetzt sagst, du möchtest gerne immer, wenn es bärisch wird, weil du dann vielleicht auch in eine Hedging-Aktivität kommen möchtest, kannst du natürlich jetzt hier das Short Open wählen und dann nimmst du hier größer als den Wert 0. Das heißt ja nichts anderes als das Short Open ist aktiv. Ja, dann gehst du da rein und dann kannst du dir hier unten natürlich noch überlegen, worüber willst du dich ja, informieren lassen, dass die Alarm, dass der Alarm ausschlägt. Ja, dann kannst du hier dich per E-Mail, per Pop-up oder wenn du jetzt beispielsweise auch die App hast, kannst du dich über die App informieren lassen. Dann gibst du hier beispielsweise jetzt mal Namen ein, Spy, Hedge, ja, erforderlich, ne, ist ja je nachdem, wie du es jetzt möchtest. Und dann erstellst du ihn, ja, nimmst jetzt hier, du hast eine kostenlose Version, da kannst du es nicht endlos machen. Dann versuchst du einfach mal weitestgehend dir das irgendwie so einzustellen. Ja, das wäre jetzt hier, haben wir gerade gesehen, wäre jetzt der 20. Februar. Bis dahin kriegst du die Alarme erstellt. Dann gehst du auf Erstellen. Ja, trotzdem Vorfahren. Das liegt jetzt da dran. Das gehen wir nochmal zurück, weil die Frage ist, wie oft willst du informiert werden? Das ist jetzt einmalig. Das heißt, du kriegst einmal diese Information, gehst auf Erstellen, trotzdem Vorfahren und schon hast du hier in dem Bereich die Alarmfunktion aktiviert. Wie viele von diesen Alarmen könnte ich jetzt einstellen bei der kostenlosen Version oder ist das Leider nur eine. unendlich? Ah, okay, alles klar. Und wenn ich eine Bezahlversion hätte, ist es unendlich oder? Nee, auch da nicht. Bei der teuersten Variante, glaube ich, 400, kann ich dir auch sagen, kannst du bei der teuersten Variante 400 einstellen. Bei der Pro-Variante, also die erste bezahlpflichtige, sind es 20. 20, 100, 400. So sieht es aus. Das ist ja schon ganz ordentlich. Gut, einer ist natürlich in der kostenlosen Version ein bisschen dünn, aber zumindest für den Hedge reicht ja, wenn man den Spider im Blick hat. Aber das, was ich eben meinte, mit diversen anderen Aktien wird es dann nichts, dass man die automatisch tracken lässt, beziehungsweise Genau. Ja. Alarme sich schicken lässt. Gut, liegt an meinem Geiz, habe ich verstanden, muss ich upgraden, was die TradingView-Version angeht oder halt dann immer. Wenn ich Trading-Zeit habe, dann kann ich natürlich manuell mich durch meine Watchlist hier durchackern und gucken, ob es irgendwo ein entsprechendes Signal gibt. Ne? Ganz genau. Sehr cool. Das hätte ich so alles jetzt wahrscheinlich auf die Schnelle nicht gefunden. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass du das hier per Fernbedienung ratzfatz eingestellt hast und super erklärt hast. Hast du vielleicht noch ein, zwei, drei Tipps jetzt für den Start, wenn ich das jetzt nach den Feiertagen oder vielleicht gleich morgen anfangen zu benutzen für mein Trading. Also Funktionsweise habe ich verstanden, aber vielleicht aus dem Nähkästchen geplaudert von dir als alten Hasen, wie du das konkret hier und da vielleicht noch einsetzt. Genau, also ich würde es zu Beginn definitiv mehrheitlich verwenden für das Eröffnen von Trades, ja, und nicht für die Schließung oder fürs Rollen. Ein frisches Long Open ist natürlich mehr wert als ein Long Open, was schon diverse Tage her ist. Ja, es ist, wir reden ja hier von Trend is your friend. Wir versuchen ja irgendwie nicht gegen den Trend zu traden. Ich meine, wir als Optionshändler, wir arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten und die technische Analyse, die soll dir sozusagen einen statistischen Vorteil bieten. Und im Rahmen der ganzen Backtests kann ich sagen, auch wenn es vielleicht den einen oder anderen Wissenschaftler gibt, der ein Problem mit der technischen Analyse hat, ist es trotzdem hilfreich. Ich sehe es ähnlich wie die Homöopathie und ich sehe die Homöopathie nicht als Alternativmedizin, das heißt entweder das eine oder das andere, sondern ich sehe die Homöopathie als Komplementärmedizin und genauso auch die technische Analyse. Das ist einfach, ich meine, du bist ein Jogger, ja, du weißt ja auch von wegen, was diverse Hilfsmittel dir helfen, ja, sei es von wegen gute Schuhe etc. Und für mich ist sozusagen die technische Analyse in dem Fall der Indikator, der gute Schuh, den ich fürs Joggen brauche.
Weil Optionshandel, das ist ja etwas, womit man regelmäßiges Einkommen generieren kann. Und wenn man es stetig macht, dann ist das doch ganz, ganz hilfreich. Du hast ja, glaube ich, schon bei uns im Battle damals gesagt, was so deine favorisierten Laufzeiten sind und wann du dann auch wieder rausgehst. Vielleicht kannst du das sagen. Ob ich das jetzt adaptiere, weiß ich nicht. Aber für die Leute, die das vielleicht auch schauen, die jetzt Interesse haben, sich auch den Indikator zuzulegen und selber da vielleicht noch nicht so ein festes Regelwerk haben. Also wenn du jetzt so ein Trade eröffnest, was Laufzeit und so weiter, Delta, wo schmeißt du dich jetzt rein in den Trade? Das ist ja eine Sache, dass wir wissen, okay, vermutlich wird jetzt der Spider hier steigen, hoffentlich nach unserem Signal. Und dann bist du in der Optionskette. Und was machst du dann? Also was ich ja immer mache, ist ja diese Brot- und Butter-Strategie. Das heißt, ich will ja ständig an den Trades partizipieren, also an den erfolgreichen Trades. Und da ist es für mich jetzt zunächst wichtig, dass ich eine hohe Trefferquote habe, was natürlich dann auch impliziert, dass mein Drawdown relativ gering sein sollte. Oder ich habe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass auch die Option gut ist. Und dann suche ich mir beispielsweise Optionen aus, wo die implizite Volatilität aus der Perspektive des Verkäufers natürlich, wo die implizite Volatilität im Kontext der Vergangenheit hoch ist. Ja, also das heißt, ich suche mir Optionen raus, mit Hilfe von IV-Rank oder IV-Percentile, die ein bisschen höher ist, dass ich sozusagen dann auch, wenn wir wieder mit fallender Volatilität zu tun haben, dass wir dann da auch von profitieren. Das heißt, ich suche mir definitiv Werte aus, wo die Volatilität 30% Minimum sein sollte, also jetzt isoliert betrachtet, und wo beispielsweise der IVP, der Percentile, über 50 ist. Also das bei den Optionsauswahlen. Bei der Laufzeit suche ich mir auch gerne welche aus, die über 45 Tage sind. Ich weiß, 30 Tage und kleiner ist der Zeitwertverfall pro Tag am höchsten, aber wir traden ja nicht nur teure Aktien, wir traden ja auch günstige Aktien. Und wenn ich jetzt mit einem Trade nur $15 verdiene und muss schon $6 dem Broker geben, dann macht das ja keinen Sinn. Und deshalb habe ich die Laufzeit auch ein bisschen in die Weite gezogen. Das heißt, 45 bis 75 Tagen ist die Laufzeit. Bei den Wahrscheinlichkeiten bediene ich mich natürlich auch im Delta. Delta sagt ja nicht nur aus, wie viel die Option am Underlying partizipiert. Also wenn ich ein Delta von 20 habe, dass ich mit 20 Cent bei jedem Dollar dabei bin. Das Delta gibt natürlich auch Aufschluss darauf, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich in die Pflicht komme. Und bei mir ist es ja de facto so, ich möchte mit meinen Brot- und Butter-Strategien nur Cash generieren. Ich möchte bloß nicht die Aktie haben. Und deshalb, long story short, die Aktie interessiert mich relativ wenig. Ja, also das heißt von wegen, das Unternehmen interessiert mich relativ wenig, weil ich ja weiß, dass ich dieses Unternehmen nicht in meinem Depot haben werde. Und deshalb suche ich mir ein Delta aus, so zwischen 7 bis 12, also 007 bis 012. Also es ist sehr, sehr passiv. Aber dafür halt eine hohe Trefferquote. Und das sage ich auch allen, die bei mir anrufen, die sich fürs Coaching oder für andere Dinge interessieren, sage ich auch immer, bei mir wirst du keine 60% oder mehr im Jahr erreichen, zumindest nicht damit, aber dafür hast du ein stabiles und regelmäßiges Einkommen. Das waren sehr schöne Insights nochmal, auch ja, wie du das so machst. Sehr, sehr cool. Vielen Dank dafür. Ich glaube, jetzt kann ich da einigermaßen mit umgehen und werde mich mal reintasten in diesen, ja, in dieses neue Spielzeug, was ich mir da jetzt geholt habe. Und dank deiner Hilfe ist es ja schon perfekt eingerichtet. Und dann werde ich mal berichten, wie es damit läuft, ey. Ja, Thorsten, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass das so unkompliziert geklappt hat, mich da einzunorden, was deinen Indikator angeht. Und dann bedanke ich mich recht herzlich, wünsche dir schöne Weihnachten, guten Jahreswechsel und bis bald mal wieder. Mach's gut. Ciao, ciao. Vielen Dank, Vincent. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, der Vollständigkeit halber sei natürlich erwähnt, dass der Thorsten dich auch nicht alleine lässt, wenn du nicht die Möglichkeit hast, so wie ich, ihn einfach mal anzurufen und zu fragen, ob er mit dir das Setup durchgeht. In der Willkommensmail, beziehungsweise wenn dein TradingView-Account von ihm freigeschaltet wurde, dann bekommst du ein umfangreiches PDF, beziehungsweise auch ein Video dazu. Und das sieht dann so aus. Das ist dieses 19-seitige PDF, besteht aus 6 Kapiteln und das Ganze
erklärt er in dem Video auch nochmal. Das heißt, du kannst hier entweder das PDF selbstständig durchlesen oder schaust dir das zur Verfügung gestellte Video dazu an, wo er durch diese Präsentation noch einmal durchgeht. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze aussieht, wenn ich diesen Indikator in der Praxis nutze. Ich halte euch auf dem Laufenden, bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wenn der eine oder andere Interesse hat, diesen Indikator auch käuflich zu erwerben, nutzt doch gerne die Gelegenheit des 10%igen Nachlasses. Alle Infos, den Link und den Gutscheincode findet ihr in der Videobeschreibung und außerdem freue ich mich natürlich, wenn ihr dieses Video interessant fandet und mir einen Daumen da lasst und diesen Kanal abonniert, sofern noch nicht geschehen, gerne auf die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr, die hier auf dem Freaky Finance YouTube-Kanal online gehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.